Otto Müller malt seine Frau Maschka und teilt mit uns diesen intimen Moment. Ich kann nur malen, was ich liebe, hat er mal seiner Schwester anvertraut. Und man kann das eigentlich hier wörtlich nehmen. Er lernt Maschka Meyerhofer 1899 in Dresden kennen, als er dort in der Ausbildung war. Und sie heiratet 1905 und sie wird sein wichtigstes Modell. Hier liegt sie auf dem Kanapee im Atelier in Berlin, das rechte Bein hochgestellt, den Kopf stützt sie ab, in einer doch sehr selbstbewussten, aber wenngleich auch erotischen Pose. Dieses Bild war 1919 in der berühmten Ausstellung bei Paul Kassirer zu sehen. Es ist 1914 gemalt und es wird jetzt bei uns zu ersteigern sein, in München bei Ketterer Kunst.